Immer mehr Unternehmen, Behörden und Hochschulen nutzen Eignungstests und Einstellungstests, um die besten Kandidaten für einen Ausbildungsplatz oder andere Stellen zu finden. Oft bewerben sich viele Kandidaten auf eine freie Stelle. Oder sehr viele. Durch die Testergebnisse erkennen Arbeitgeber schnell die individuellen Stärken und Schwächen ihrer Bewerber und nutzen diese Leistungsdaten, um eine Auswahl zu treffen. Für Bewerber bietet ein Auswahltest die Möglichkeit, eigene Fähigkeiten und Kenntnisse für den Job nachzuweisen. Und neben einem guten Testergebnis fallen schlechte Noten oder Lücken im Lebenslauf nicht so stark ins Gewicht. Das Ergebnis zeigt, wie gut man die abgefragten Themen beherrscht. Fachbezogenes Wissen, Allgemeinwissen, Sprachbeherrschung, Fremdsprachen, Mathematik, Logik, technisches Verständnis, visuelles Denkvermögen, Merkfähigkeit, Orientierungsvermögen, Konzentration oder Kreativität. Welche Themen im Fokus stehen, hängt vom konkreten Beruf ab. Denn auch wenn alle Berufe ähnliche Grundfähigkeiten verlangen, etwa Mathe, Deutsch, Logik und Konzentration, gibt es verschiedene Schwerpunkte. Zum Beispiel müssen Polizisten sprachlich begabter sein als Techniker, aber nicht so technisch veranlagt. Für Kaufleute und Köche zählt unter anderem die Sicherheit in der Mathematik, allerdings in verschiedenen Bereichen. Für alle gleich ist hingegen der Zeitdruck. Er ist fast immer so hoch, dass die Aufgaben Stress auslösen. Vor allem, wenn man die Aufgabentypen noch nicht kennt und erst noch verstehen muss. Um keine Zeit zu vergeuden, solltest du dich rechtzeitig und gezielt vorbereiten. Mit dem Ausbildungspark Verlag. Auf unserem Bewerberportal findest du alles für den Einstieg in Ausbildung, Beruf und Studium. Kostenlose Übungsaufgaben, wertvolle Bewerbungstipps und umfangreiche Prüfungspakete als Buch oder App oder Online-Test. Suchst du weitere Videos zum Berufseinstieg und Auswahlverfahren? Dann abonniere unseren YouTube-Kanal. Ausbildungspark. Erfolgreich bewerben.